Willkommen zum Flow Summit. Mein Name ist Steffen Lohrer. Ich möchte heute mehrere praktische Techniken erklären, die bei Angst und Stress eine sofortige Transformation bewirken und mich in innere Gelassenheit bringen, ganz unabhängig von der Situation im Außen. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich Ende der 90er mehrere Unternehmen parallel aufgebaut hatte und parallel auch noch Profi-Handball spielte. Und da gab es eine Situation, als ich noch im Büro war. Der Tag war eh schon recht stressig. Es ging dem Abend zu und ich wollte gerade alles zusammenpacken, weil meine damalige Freundin zu Hause mit dem Abendessen wartete. Und wie es oft so war, kam ich sehr häufig zu spät und dann gab es natürlich im Laufe der Zeit auch immer wieder Knatsch. Und ja, diesmal wollte ich gerade gehen und hatte hoch und heilig versprochen, dass ich komme, als eine der Sekretärinnen in mein Büro kam und ihr Herz ausgeschüttet hatte, dass sie gerade Mobbing erlegt von einer anderen Kollegin. Ja, und dann habe ich es nicht übers Herz gebracht, sie einfach stehen zu lassen, habe mir es angehört und hatte aber innerlich schon gemerkt, dass mein Puls unglaublich schnell ging, meine Herzrate ging hoch und ja, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich habe zwar irgendwie zugehört, aber ich war mit Gedanken schon irgendwo zu Hause und wie ich das jetzt schnellstmöglich beenden kann. Und der Stress wurde immer größer. Und nach 10, 15 Minuten konnte ich dann aufbrechen und bin schnell zum Auto gerannt, ins Auto gestiegen, nach Hause gefahren und 2 Minuten davor gibt es einen schönen Straßenbahnübergang und als ich kam, hat sich natürlich in dem Moment die Schranke gesenkt und ja, dann hätte ich fast ins Lenkrad gebissen und habe schon fast gezittert. Bin dann natürlich weitergefahren, angekommen und wenig anders zu erwarten. Es gab großen Stress in dem Moment, großer Streit und ja, ich bin dann irgendwann ins Badezimmer, musste mich, weil mein Puls zu schnell war, auf den Boden legen und lag dann einfach nur viele Minuten da, war wie weggeblasen, war irgendwie unfähig, irgendwas zu tun, unfähig, irgendwas zu denken. Mein ganzer Körper hat vibriert und ja, das war letztendlich der Moment, in dem ich für mich entschieden hatte, so kann es nicht weitergehen. Ich wollte was ändern, weil ich kannte das auch schon vom Handball. Ich war immer so spät, dass ich mich teilweise auf dem Weg, wenn es einen kleinen Stau gab oder eine Ampel, mich umziehen musste, damit ich rechtzeitig komme und nicht die 5 D-Mark Strafe zahlen musste. Von daher war mir klar, das kann ich nicht weitermachen, das möchte ich nicht weitermachen, ich muss irgendwas verändern. Und tatsächlich bin ich dann wirklich um die ganze Welt gereist. Ich habe sehr viele Weisheitslehrer besucht. Ich war bei den Maya-Ältesten, ich war bei Schamanen, ich war bei Heilern, ich war bei Meditationslehrern in vielen verschiedenen Ashrams. Einfach um für mich klar zu bekommen, wie kann ich in meine innere Mitte kommen? Wie kann ich stressfrei leben, egal was im Außen ist? Und alles, was ich in dieser Zeit mitgenommen hatte und gelernt hatte, gebe ich heute weiter als Coach für innere Gelassenheit. Bin auch Therapeut für buddhistische Psychotherapie. Und mir geht es hauptsächlich darum, dass die Menschen immer mehr in ihre Wahrheit kommen und einfach in diese Gelassenheit leben können, die ich damals gefunden hatte. Ja, und dazu gibt es eben ganz unterschiedliche praktische Techniken, die ich so ein bisschen vorstellen möchte, die mir geholfen haben und die ich einfach jetzt weitergebe, auch in verschiedenen Talks, Vorträgen, Workshops. Ja, zum einen ist es wichtig, wenn das Problem aufkommt, dass ich die Perspektive wechsle. Wenn ich im Problem drin bin, wechsle ich sehr, sehr schnell ins Reptiliengehirn. Das heißt, ich bin zu schnell im Kampf- oder Fluchtmodus. Und im Kampf- oder Fluchtmodus geht mein Herz schneller, so wie ich es vorher erlebt hatte. Im Kampf- oder Fluchtmodus bin ich verspannt, weil ich muss die Muskeln anspannen, um zu kämpfen oder zu fliehen. Und letztendlich schaltet auch der Neokortex ab. Das ist der logische Teil des Gehirns. Und dann kann ich einfach nur mich auf den Feind konzentrieren, wenn ich im Kampf bin,
und habe nicht mehr diese Perspektive, diesen Adlerblick, den ich eigentlich bräuchte. Und dazu ist es wichtig, dass ich einfach den Blick einfach etwas erweitere, dass ich mich vielleicht sogar von hinten schaue, dass ich in den Beobachter gehe, weil der Beobachter ist das, was ich tatsächlich bin, da komme ich später nochmal drauf. Und aus dem Beobachter heraus kann ich wirklich auch mehrere Optionen erkennen und mich selbst vor allem erkennen, wie ich in dieser Situation reagiere. Ich kann mich dadurch aus dem Reptilienhirn rausholen. Was mir geholfen hat, war, dass ich immer wieder überlegt hatte, wie wichtig ist dieser Streit, der jetzt gerade hochkommt, oder diese Situation, die mich jetzt in Stress bringt, wie wichtig ist das Ganze noch in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren? Und meistens musste ich feststellen, dass es oftmals Belanglosigkeiten waren, die sogar schon nach 2 Stunden egal waren. Also von daher den großen Blick auf alles, auch die Frage, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren könnte in diesem Moment. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer war mir dann immer, okay, wenn das das Schlimmste ist, okay, dann kann es auch kommen. Dann ist es okay, wenn das Ereignis eintritt, vor dem ich vielleicht Angst habe und ich werde es irgendwie handeln können. Das hat die ganze Schärfe rausgenommen. Zum Beispiel gab es eine Situation, wo ich in einer finanziellen Krise war und ja, ich war kurz davor, dass ich überlegen musste, hebe ich jetzt die Hand und melde Privatinsolvenz an oder ziehe es irgendwie noch weiter durch. Und da kam natürlich auch sehr viel Stress ins System und es war mir dann aber schnell klar, dass das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass ich mein Zelt aufschlage, dass ich die Miete nicht mehr zahlen kann, mein Zelt aufschlage im Garten von meinem Vater und im allerschlimmsten Fall hätte ich irgendwo auch über das Sozialamt Essen bekommen und dann überlegte ich mir, wenn das das Schlimmste ist, ist das für mich irgendwie handelbar und ja, es war handelbar und in dem Moment ist alles entspannt, alles war entstresst und ich kam sehr gut damit klar. Ja, also Perspektive wechseln. Dann ist natürlich neben der Perspektive ein weiterer Schritt, dass ich überlege, ob es nicht einen höheren Sinn gibt in dem, was passiert. Das ist auch wieder vorteilhaft, dass ich von oben drauf schaue, weil ich in dem Moment gar nicht beurteilen kann, ob jetzt vielleicht diese Situation kommt, damit ich was dazulernen kann, damit meine Seele wachsen kann. Und die Seele wächst natürlich hauptsächlich dann, wenn es Herausforderungen gibt, wenn es Probleme gibt. Dann muss ich nach Lösungen schauen. Und dann sitze ich nicht nur den ganzen Tag auf der Fernsehcouch, sondern ich bin wirklich dabei, mein Leben zu gestalten und der Schöpfer meines Lebens zu sein. Und muss immer wieder nachdenken, okay, wie komme ich da raus, was kann ich tun? Alle Krisen, die ich damals hatte, waren mehrere Jahre danach betrachtet unglaublich wertvoll für mich, weil ich wachsen konnte, weil ich Dinge gelernt habe und vor allem, weil ich mit Ängsten umgehen konnte. Mit Ängsten, Geld zu verlieren, mit Ängsten, einen anderen Menschen zu verlieren. Es hat mir immer wieder weitergeholfen, für weitere Situationen in meinem Leben gelassener zu bleiben, weil ich irgendwie merkte, okay, du hast es damals auch durchgestanden. Es hat funktioniert. Also bin ich wirklich viel entspannter gewesen und konnte da viel tiefer gehen, viel gelassener mit umgehen. Also immer wieder hinterfragen, was ist der wirkliche Sinn? Könnte ein größerer Sinn dahinter stehen von dem, was jetzt gerade geschieht? Das ist eine unglaublich interessante Frage, die mich immer weitergebracht hat. Ja, dann gibt es noch einen wunderschönen Spruch bei Problemen, der heißt Change it, leave it or love it. Bedeutet, immer wenn das Problem kam, habe ich für mich überlegt, kann ich die Situation oder den Menschen gerade ändern? In dem Moment, wo das nicht ging oder wo vielleicht ich das nicht wollte, kam die zweite Frage, kann ich die Situation oder den Menschen verlassen? Wenn ich das nicht konnte oder nicht wollte,
Dann kam die dritte Möglichkeit. Love it. Change it, leave it, if not, love it. Nimm es an, wie es ist, in Hingabe. Weil ich eh nichts ändern kann. Und dann kommt schon im nächsten Moment die innere Entspannung. Das beste Beispiel, das ich dafür immer habe, ist der Stau. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich an der Schranke saß und fast ins Lenkrad gebissen hätte. Ja, im Laufe der Zeit war mir immer mehr klar, dass ich mir die Frage stellen muss, kann ich es ändern? Nein, ich kann es nicht ändern. Die Schranke ist unten, ich kann auch nicht durchfahren. Also ich kann es in dem Moment nicht ändern. Zweite Frage, kann ich die Situation verlassen? Dann käme der Gedanke, okay, ich kann vielleicht bis zum nächsten Bahnübergang fahren und dort drüber fahren, aber bis dahin ist der jetzige auch schon wieder offen. Also ich kann die Situation auch nicht verlassen. Und von daher gibt es in dem Moment nur die dritte Möglichkeit, nimm es an, wie es ist, in diesem Moment. Und entspann dich da rein. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen im Leben. Einfach immer wieder diese drei Fragen für mich zu beantworten. Es ist oft hilfreich, den Fokus zu ändern und in eine andere Grundenergie zu kommen. Die Grundenergie von Dankbarkeit ist eine sehr, sehr hohe Schwingung und löst auch sofort die Ausschüttung von Serotonin, von unseren Glücksgefühlen aus. Und deshalb ist Dankbarkeit eine unglaublich schöne Basis, um mit Problemen umzugehen. Es gibt auch sehr viele Studien darüber, die belegen, dass zum Beispiel depressive Menschen mit einem Dankbarkeitstagebuch viel schneller aus dieser Depression herauskommen als Menschen, die das Dankbarkeitstagebuch nicht führen und trotzdem die gleichen Maßnahmen durchführen. Und von daher ist Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl für mich etwas, was absolut immer wieder anzustreben ist. In diesem Dankbarkeitstagebuch hatte ich dann jeden Morgen eine ganze Zeit lang immer wieder überlegt, für was bin ich heute in diesem Moment dankbar. Und es gab so viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Dankbar für das Essen im Kühlschrank, dankbar für das Dach über dem Kopf, dankbar, dass ich hier in dieser schönen Natur sitze und sprechen kann, dankbar für meine Gesundheit. Heißt ja nicht für alles, was da ist, für diesen Moment hier und jetzt. Was für mich neben der Dankbarkeit noch absolut essentiell war, war zu erkennen, wer ich wirklich bin. Tief in mir drin, ich war immer der Meinung, dass ich diese Persönlichkeit bin, dieses Ego. Und das Ego hat natürlich immer Probleme, das Ego hat immer Stress, das Ego möchte immer etwas ändern, möchte immer etwas schneller, besser, schöner, weiter. Das waren viele Jahre meines Lebens, die ich damit verschwendet hatte. Bis mir klar war, dass auch dieses Ego antrainiert ist und ab dem zweiten Lebensjahr immer mehr überhand nimmt. Und dann glaubt, dass es wirklich alles kontrollieren kann und entscheiden kann, was uns passiert oder nicht. Aber irgendwann hatte ich festgestellt, dass das, was ich wirklich bin, reines Bewusstsein ist. Reines Bewusstsein, was einfach wahrnimmt durch mich, durch andere Menschen. Und dieses Bewusstsein ist ein einziges Bewusstsein. Das ist wie der Ozean, der viele verschiedene Wellen hat. Und wir glauben, wir wären die Welle. Aber wir sind der Ozean. Wir sind das eine Bewusstsein, das hinter allem steht. Eine ganz hohe, universelle, vielleicht göttliche Präsenz, die immer da ist. Diese Stille im Hintergrund. Das ist, was wir wirklich sind. Ich habe dazu tiefergehende Videos gemacht. Und wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht unsere Gefühle. Die Gedanken kommen und gehen, die Gefühle kommen und gehen, aber das, was wirklich wahrnimmt, ist dahinter. Das, was wahrnimmt, ist der stille Beobachter im Hintergrund. Das ist, was wir wirklich sind. Gedanken kommen, Gefühle kommen und beides geht wieder, aber wir sind auch noch da, wir sind noch präsent, wenn Gedanken und Gefühle verschwunden sind.
Und der Kontakt dazu geschieht am ehesten in Stille. In diesem Moment der Stille, wenn wir einfach nur wahrnehmen. Und das ist eine wunderschöne Methode. Einfach nur still werden, wahrnehmen, in den Beobachter gehen. Einfach schauen, wahrnehmen, was jetzt gerade ist, ohne es zu bewerten. Nicht als gut bewerten, nicht als schlecht bewerten. Einfach schauen, was ist da. Wertfrei beobachten. Und damit können wir uns immer tiefer verbinden mit dem, was wir sind. Eine Methode hat mich sehr tief entspannt. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich auf jedes Problem zuallererst reagiere mit dem Wort okay. Und zwar ganz egal, ob ich es in dem Moment okay fand oder nicht. Dadurch, dass ich aber im Unterbewusstsein wusste, dass alles, was passiert, für mich eine Herausforderung zum Wachsen ist, konnte ich das immer mehr geschehen lassen. Und das Problem kam, es war ein inneres Okay. Am Anfang, fake it until you make it. Das heißt, ich habe so lange immer wieder gesagt, bis es irgendwann in Fleisch und Blut überging. Und okay heißt nicht, dass ich alles akzeptiere, was jetzt kommt, sondern okay heißt, dass ich das akzeptiere, was jetzt in diesem Moment schon da ist. Und dass ich auch das akzeptiere, was an Reaktion von mir in diesem Moment kommt. Und dieses Okay war einfach so neugierig. Wow, okay. Okay, wow. Das passiert jetzt gerade. Wow, okay. Und es ging immer tiefer ins System. Irgendwann nach einem halben Jahr hatte ich dann angefangen, für mich zu sagen, dein Wille geschehe. Und mit deinem Willen meinte ich einfach dieses höhere Bewusstsein oder eine universelle göttliche Energie. Man kann es in jeder Philosophie auch anders ausdrücken. Dieses höchste Bewusstsein war einfach da, präsent, und mein Ausspruch war, dein Wille geschehe. Und damit konnte ich abgeben und konnte entspannen. Okay, wenn es sowieso geschieht, wie mein höchstes Bewusstsein es möchte, okay, dann kann ich auch entspannt sein. Ich hatte im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich nicht der Handelnde, nicht der Kontrolleur bin. Und das hat unglaublich viel Tiefe ergeben. Und dann kam noch ein halbes Jahr, wo ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, dass ich dankbar bin für alles, was mich aus meiner Mitte gezogen hat. Weil mir klar war, wow, das ist jetzt eine Gelegenheit, um zu wachsen. Das ist die Gelegenheit zu sehen als Spiegel, dass ich vielleicht noch nicht in meiner inneren Mitte bin. Und ich da noch was tun kann. Und dann kam immer mehr automatisch schon das Wort, okay, danke. Danke, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es schmerzhaft ist, aber erstmal danke, dass ich da noch mal tiefer schauen kann. Und es hat tatsächlich auch gegipfelt in einem Moment, als was wirklich nicht Angenehmes für mich passiert ist, als ich das gesehen hatte und automatisch schon der Blick irgendwo nach oben ging, danke. Und ab dem Moment gab es einfach kein Leiden mehr. Ab dem Moment gab es keine Bewertung mehr. Ab dem Moment war dieses Danke, dieses Okayness, dieses Grundgefühl immer da. Und es hat mich nie mehr verlassen. Ja. Ja, und ich möchte auch noch zwei direkte, kurzfristige Methoden schildern, wie ich direkt in der Situation, wenn Stress aufkommt, wenn Angst aufkommt, damit umgehen kann. Und die erste Methode hat genau mit diesem Beobachten zu tun, mit diesem Wahrnehmen. Das heißt, ich nehme einfach das Gefühl in meinem Körper wahr. Da, wo es jetzt gerade ist. Vielleicht zieht sich der Solarplexus zusammen, vielleicht geht mein Herz zu. Vielleicht habe ich Anspannung im Körper, dann bleibe ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit auf diesem Gefühl, ohne es verändern zu wollen, weil der Kampf das Gefühl einfach noch länger im Körper hält. Wenn ich es weghaben möchte, wenn ich kämpfe, dann halte ich das Gefühl eher. Deshalb ist es wichtig, einfach zu sein mit diesem Gefühl. Eines sein und schauen, was tut sich gerade. Was passiert hier gerade? Wie ändert sich das Gefühl? Breitet es sich aus? Verschiebt sich leicht?
wird es vielleicht etwas weniger. Und ich möchte es nicht ändern. Ich bin nur der Beobachter und das Gefühl darf genau so passieren, funktionieren, sich verteilen, wie es möchte. Es gibt nichts zu ändern und da geschieht Heilung. In diesem Moment ist ganz große Heilung da. Auch Heilung von alten, vergangenen Gefühlen und Triggern, die wir mitbringen aus der Vergangenheit. Feel the feeling. Einfach ausfühlen, bis es sich von alleine auflöst. Und wenn wir nicht parallel in den Verstand gehen, löst es sich meistens recht schnell auf. Weil nur der Verstand hält uns irgendwo fest, indem wir in die Zukunft gehen und immer wieder überlegen, ah, was passiert jetzt, was ist in Zukunft, was ist jetzt Fürchterliches, was ich erleben muss. Oder wir gehen in die Vergangenheit und überlegen uns ständig, warum habe ich das nur getan? Warum hat der andere das getan? Der innere Richter, der immer präsent ist. Ziel durch dieses Feel the Feeling bedeutet Präsenz ins Hier und Jetzt, raus aus dem Verstand, in den Moment. Und dann kann Heilung geschehen. Und eine der schnellsten Methoden, um in eine innere Gelassenheit zu kommen, ist tatsächlich Atemtechnik. Mir hat die Atemtechnik unglaublich viel geholfen, die Verbindung herzustellen zu meinem wahren Selbst, zu dem, was jetzt in diesem Moment gerade ist. Und sämtliche Hochkulturen oder indigenen Stämme haben damit ebenfalls gearbeitet. Atemtechnik, Pranayama im Yoga. Atemtechnik ist sehr tiefgreifend. Der Atem ist der Quell des Lebens. Und man kann ja genau sehen, wenn ich in Gefühle komme, dann ändert sich oftmals auch die Atemfrequenz. Wenn ich in Entspannung bin, dann geht die Atemfrequenz einfach nach unten und wird weniger. Und wenn ich aufgeregt bin, wenn ich in Wut komme, geht der Atem schneller, geht der Herzschlag schneller und ja, dadurch kann ich den Atem indirekt beeinflussen. Aber das funktioniert natürlich auch vice versa. Das bedeutet, mit dem Atem kann ich auch meine Gefühle beeinflussen, indem ich nämlich einfach eine tiefe Bauchatmung mache und dadurch das System sehr viel schneller in Entspannung geht. In der tiefen Bauchatmung aktiviere ich den Parasympathikus im autonomen Nervensystem und dadurch fährt mein System langsam runter, geht langsam in Entspannung. Und deshalb ist diese Atemtechnik mit Konzentration vielleicht sogar noch auf den Körper unglaublich hilfreich. Ich komme nämlich aus dem Verstand raus, bin im Hier und Jetzt, im Atem präsent. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch zählen. Das zieht mich noch mehr vom Verstand raus. Dann zähle ich einfach von 1 bis 100. Und immer wenn ich mich verzähle, komme ich wieder zurück. Und beginne mit 1. Wenn ich also bei 25 den Atem verliere, fange ich einfach wieder von 1 an zu zählen. Das ist für mich eine unglaublich schöne Methode, um ganz schnell in die Mitte zu kommen. Und die zweite Atemtechnik, die sehr hilfreich ist, ist 478 Atem. Und 478 bedeutet, dass ich 4 Sekunden einatme, 7 Sekunden halte und 8 Sekunden ausatme. Für die Anfänger wird das etwas zu viel sein, deshalb darf die Zählweise auch viel schneller sein. Ich kann dann auch zählen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist letztendlich eine Technik, die ebenfalls das System sehr schnell beruhigt. Noch besser, wenn die Zunge vorne am Gaumen ist. Dann schließen sich Energiekreise im Körper. Und ja, das System beruhigt sich recht schnell. Aber es darf nie anstrengend werden. Atemtechnik muss immer noch so zu handeln sein, dass keinerlei Mühe dabei ist. Ja, das waren jetzt einige Techniken, um bei Angst und Stress tatsächlich entweder vorzubauen, präventiv zu sein oder im zweiten Schritt auch direkt in der Situation sich zu beruhigen.
Und für mich war das absolut essentiell, was ich alles gerade aufgezählt hatte. Das hat mein Leben komplett geändert. Und so in einen tiefgehenden inneren Frieden, in eine Grundzufriedenheit gebracht, dass ich das unbedingt an andere Menschen weitergeben möchte. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ihr auch unter dem Video noch eure Kommentare abgebt und wünsche euch alles Gute.